Gegenstände. Heiltrank tiefer. Gegenstände. Halt. Wobei, können wir auch. Magie. Vita. Tiefer. Und Magie Vita Cloud. So, wir gehen jetzt erstmal gestärkt in den Kampf. Das habe ich vorher nicht gemacht. Das war vielleicht ein bisschen doof. Das schaffen wir. Du wirst irgendwie gerade Akku gerade sein. Aua. Ich weiß nicht, wie ich mich daraus befreien kann. Außer. Achso. Magie Vita, bitte einmal. So, mein Freund. Oh Gott. Jetzt dachte ich gerade, der hat uns angegriffen mit Feuer oder so. Gegenstände Heiltrank laut. Kann ich nicht. Oh Mann. Moment, sie hat doch noch. Ja, für die furiose Nahkämpferin. Gegenstände Heiltrank einmal laut. Ist das eine Gegenstände Heiltrank tiefer? Na also, oh mein Gott. Oh, ja, zu Weimar zurückkehren. Oh je. Wir müssen noch viel üben. Heieiei. Kann ich nur 6 Aufträge insgesamt annehmen an einem Tag? Ich bin ein bisschen kaputt, ne? Regeneriert es sich eigentlich von selber? Ihr habt es geschafft? Ah, danke. Ich tippe darauf, dass das eine neue Züchtung von Shinra war. Seit wann hat er hier für Probleme gesorgt? Mal sehen. Die ersten Informationen haben uns heute Morgen erreicht. Das heißt... Ja, was heißt das denn? Könnte es etwas sein? Im Untergrund der Slums von Sektor 7 soll sich ja angeblich eine Forschungsstätte von Shinra befinden. Bist du dir sicher? Das wäre mir neu. Ich dachte, ich könnte die Insider-Infos entlocken. Entschuldige bitte. Ist eine große Organisation. Es gibt vieles, das ich auch nicht weiß. Da ist sicher was dran. Der Hund ist jedenfalls erledigt und darauf kommt es an. Okay. Das heißt, wir haben jetzt nur noch einen Auftrag. Besuch vom Friedhof. Das sind 3 Stationen, okay. Oder... Ah! Da unten sind so Punkte dran. Vielleicht ist es die Schwierigkeitsgrad? Ich weiß es nicht. Aber wie sieht's denn... Falscher Knopf. Wir sind mittlerweile Stufe 12. Kann wir wieder Waffen... Ja! Wir haben wieder Waffenmodifikationen. Können wir... Ah, Panzerschwert. Ach, das ist Panzerschwert. Achso, nee, das ist immer noch Panzerschwert. Ach so. Physische Abwehr plus 5. Magische Abwehr. Magische Attacke. Physische Attacke. Machen wir mal die.
Und magische Attacke. Ja. Ich bin nicht so die Abwehrerin. Deswegen. Die Eisenklinge hat noch 12. Da kriegen wir auch neue. Das heißt, wir haben hier physische Attacke plus 6, magische Attacke plus 6. Wir haben TP magische Attacke plus 5. Wir haben TP physische Abwehr plus 5. Was hatten wir hier noch? Physische Abwehr. Ja, nehmen wir mal die. Das ist ein bisschen unübersichtlich. Die haben wir schon freigeschalten. Wir machen die auch mal noch. Dann haben wir den Kreis fertig. 4 haben wir noch. Ich glaube, da können wir jetzt nichts freischalten. Nee, okay. Dann gehen wir mal zu Tifa. Die hat auch wieder 7. Jo. Und das war's wahrscheinlich. Ja. Gut. Oh, Waffenstufe 2 schon. Lol. Kann ich eigentlich... Ja gut, die ist immer noch schlechter als wie... unsere. So, dann machen wir mal den letzten Auftrag. Mit dem Friedhof. So, wo müssen wir dafür hin? Als ganz andere Ende von den Slums, okay. Entschuldigung. Ich bin doch nicht so gut mit der Steuerung. So, hier lang. Okay, was ist hier los? Hey, Tifa! Hör dir das mal an! Vom Eisenbahnfriedhof ist ein großer Schimmer hierher geflogen. Aber diese Flaschen von Shinra krümmen keinen Finger. Sieh mal an. Bist du der berüchtigte Alleskönner? Dann musst du uns unbedingt helfen! Der Schimmer befindet sich hinter der alten Fabrik. Um dorthin zu kommen, braucht man einen speziellen Schlüssel. Die Bürgerwehr hat ihn in einer Holzkiste in der Nähe der Tür versteckt. Einfach alles zertrümmern! Was? Ich war gerade damit beschäftigt, ein paar ziemlich Hey, alles Könner! Ich wollte gerade sagen, dass die Grafik hin und wieder ein bisschen schwammig aussieht. Das ist mir gestern gar nicht so aufgefallen. Wahrscheinlich beim ersten Hype habe ich es nicht gesehen. Aber es ist manchmal ein bisschen unsauber. Es ist immer noch wunderschön, dieses Spiel. Aber manchmal ein bisschen schwammig. Ach, schon wieder diese Viecher. Moin! Na? Ja, spring doch, Cloud! Du kannst doch so schön hüpfen. Na also. Du hast zwar nicht gesprungen, aber... Oh, nee! Dankeschön! Hallo? Mann. Ich hätte aber auch Kommandos anwenden können. Ich weiß, habe ich nicht getan. Haut mich bitte nicht. Ah, okay, warte mal kurz. Ah ja, doch, wir sind richtig. Sehr gut. Es ist gut, dass du nicht verlierst. So. Easy peasy, würde ich mal sagen. Dann hier rein. Die Tür war fest verschlossen. Kommen wir noch irgendwo anders da rein? Nee.
Ach, der Schlüssel dazu ist in irgendeiner Kiste versteckt. Jetzt habe ich es verstanden, sorry. Einfach alles kurz und klein hauen. Na gut. Euer Wunsch sei mir Befehl. Ich hacke einfach alles kurz und klein. Das finde ich gut, das ist so fein. Kein Schlüssel hier, kein Schlüssel dort. Ich kann nicht singen. Deswegen führe ich das jetzt nicht fort. Okay, hier waren wir noch nicht. Glaube ich. Ich bin mir unsicher. Kann man da rein? Nee. Ja, moin! Kamera? Das ist aus. So darf's weitergehen. Finde ich auch. Hin und wieder ist die Kamera ein bisschen wirr. Halt, da hinten sind noch Kisten. Kisten kurz und klein. Hier waren keine, oder hier sind keine. Jetzt sind wir wieder bei diesen Geflügeldingern, ne? Oh nee, Bell. Scheiße, das habe ich wieder aufgehört anzuvisieren, ne? Mwahaha! Jetzt bin ich ja wieder in der Halle. Tifa hat Stufe 12 erreicht, das ist gut. Ah, da geht's ja nicht rein. Verschlossen. Mann. Machen wir schnell Aufträge, was? Gwen von der Wibbeck hat sich darum gebeten, einen gefährlichen Schimmer in den alten Talligen-Fabrik zu erledigen. Um zu dem Schimmer zu gelangen, brauchst du einen Schlüssel, der sich in einer Kiste in der Fabrik befindet. Soll. Finde den Schlüssel und vernichte den Schimmer. Aber wir hatten doch jetzt schon fast alles von der da hinten noch nicht. Okay, nochmal zurück. Wait a moment, da waren wir noch nicht. Wie kann das denn passieren? Ach, da ist ja noch ein Hebel. Den habe ich fast übersehen. Der ist mit Sicherheit da hinten. Ah, nicht ganz. Aber da ist das Leuchteding. Blut. Okay. Potions? Nee, brauche ich gerade nicht. Ah, aber da sind Kisten. Schlüssel. Hast du ihn? Ja. Ja. Dann müssen wir nochmal so einen Schimmer erledigen. Das sind diese fliegenden Echsen. Hat er, glaube ich, vorher gesagt. So. Dann aufmachen. Schloss geöffnet. Ich sehe ihn schon. Sein Wüfern. So richtig wie eine Arena hier. Das schaffen wir. Moin. Genau so. Wow. Ich bin immer ein bisschen überfordert damit, wenn er in die Luft springt und angreift. Fertigkeiten. Und Angriff. Es geht zwar schief. Ich habe den Phoenix wieder gekriegt. Ich bräuchte jetzt meine Magie da, ne? Aua. Er ist gerade schockanfällig. Wow! Aua! Bin ich nicht gefroren?
Jawohl! Materia Chakra, die höchste Stufe erreicht. Sehr gut. Ja, zurück zu... Ja, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Die Schimmerplage sollte ausgemerzt sein. Gwen. Berichte Gwen davon. Ah, Moment. Willkommen zurück. Du hast es also geschafft. Alle Achtung. Bist ja wirklich ein wahrer Tausendsasser. Ganz anders als diese großschneuzigen Gardisten. Du solltest den Wachdienst übernehmen. Die Gardisten haben nun mal Vorschriften, an die sie gebunden sind. Das ist doch wohl eher eine Frage des Charakters. Man braucht auch Leute, die Befehle befolgen. Ah ja, klar. Hab schon gehört, dass du mal bei Shinra warst. Ist wohl zwecklos, mit jemandem wie dir zu diskutieren. Ich liebe dieses Viertel. Nicht mehr und nicht weniger. Aber dann werde ich es wohl beschützen müssen. Wart's nur ab. Ich trainiere und schon bald bin ich stärker als du. Oh. Okay, Auftrag abgeschlossen. Gut gemacht. Du hast hier wirklich ganze Arbeit geleistet. Dein Ruf als Alleskönner könnte nicht besser sein. Sicherlich kommen die Leute wieder zurück auf dich. Das verdanke ich dir. Schön, dass du das einsiehst. Meine Bezahlung für heute hole ich mir also im Laden ab. Genau. Aber willst du nicht vorher erstmal auf dein Zimmer? Ruh dich etwas aus. Die Regeln der Slums. Und zwar deren erste, genau. Los, gehen wir. Das heißt, ich habe keine Nebenstory. Einen Moment für dich, lol. Ich habe gerade keine... Nee, ich habe keine Aufträge mehr, okay. Dann machen wir jetzt die Nebenstory. Ein bisschen Zeit für mich. Das heißt, ich muss mich ein bisschen ausruhen. Ich werde dazu gezwungen. Ich mache es nicht gerne. Aber ich werde leider dazu gezwungen zu schlafen. Von Shinra. Falsch. Da lang. Hallo. Hallo. Ah, da steht... Oh, wie hieß sie? Oh, Male. Ihr seid aber früh wieder zurück. Das trifft sich gut. Dann kannst du nämlich gleich die Filter in euren Zimmern austauschen, Tifa. Ich habe sie dir schon hingelegt. Okay. Du wartest hier, Alleskönner. Für dich habe ich auch einen Auftrag. Bereite Tifa keinen Kummer. Oh, das hatte ich nicht vor. Sagst du das, damit ich Ruhe gebe? Solche Leute gibt es wie Sand am Meer. Du bist doch nicht wie die, oder? Geh schon. Oh. Es ist so offensichtlich, dass Cloud und Tifa aufeinander stehen. Lass uns zuerst die Filter auswechseln. Gut. Komm, wenn du fertig bist. Verschwinde hinter deinem. Das meine ich ja mit der Grafik. Die sieht ein bisschen waschig aus. Als hätten sie dann wieder einfach was vergessen. So, dann müssen wir die Filter auswechseln. Nein, müssen wir nicht. Doch, hier. Oh, ich würde so gerne Cloud cosplayen, aber das würde bei mir so dämlich aussehen. So viele Muckis habe ich dann doch nicht. Vor allem, weil ich heute wieder keinen Sport gemacht habe. Oh, sie hat ein hübsches Zimmer. Warte kurz. Ich beeil mich damit. Okay. Oh, der Boxsack. Fertig. Dann erzähl. Wie ist es dir so ergangen? Hä? Hattest du es nicht bei der Bürgerwehr versprochen? Oh. Ah. Hm? Im Krieg wurden Soldaten als Helden gefeiert. Mhm. Die Nachrichten damals waren voll davon.
Aber als ich Soldat geworden bin, waren die Dinge etwas anders. Heldentaten waren nicht mehr gefragt. Für Shinra waren wir einfach nur, also... Du willst wohl nicht drüber reden. Wir waren praktische Söldner. Nichts, worauf ich besonders stolz wäre. Verstehe ich. Aber ist komisch, was? Als wir uns damals verabschiedeten, hätte ich nicht gedacht, dass wir uns mal in Midgar wiedersehen. Weißt du was? Wir sollten das feiern. Uns in Schale werfen. In Schale? Wieso nicht? Das macht auch mal Spaß. Hast du so Sachen? Nicht wirklich, aber ich besorg was. Was schwebt dir vor? Oh, okay. Nichts Seltsames, was Kämpferisches, was Exotisches. Einfach aus reiner Neugierde würde ich auf was Exotisches gehen. Aber ich weiß nicht, was sie darunter meinen. Was Exotisches. Was? Echt? Aber ob mir das steht? Trag was, was dazu passt, ja? Okay. Jetzt können wir uns auf was freuen, nicht? Ja. Stimmt. Okay. Wo wir so schön motiviert sind, können wir zurück. Komm schon. Brauchst du gar keine Pause? Quatsch. Schade um die Zeit. Nicht Male petzen. Okay? Lebensstory, ein Moment zu zweit. Ah, falsche Richtung. Ah nein, ich bin ein bisschen runter. Entschuldigung, doch nicht falsche Richtung. Male, die Filter sind ausgetauscht. Wir gehen wieder zur Bar. Na dann, viel Spaß. Gute Laune scheinst du ja auch schon reichlich zu haben. Meinst du? Eigentlich ganz normal. Geht ja doch mit dir. So gefällst du mir. Weiter so. Betrachte das als Vorauszahlung. Ich zähle auf dich. Mondsichel-Talisman. Story abgeschlossen. Was haben wir denn da? Grundsätzlich falsch. Was haben wir denn da gekriegt? Cloud, Bronzereif. Eisenreif. Oh. Sternenreif. Nehmen wir doch mal den Eisenreif. Kraftreif. Mondschein-Talisman. Oh, der ist voll hübsch. Verringert erlittenen Schaden, wenn der Charakter nicht aktiv gesteuert wird. Ja, wir bleiben bei dem. Aber wir können hier Materia einsetzen. Ich würde wieder mit Glut nehmen. Glut gehen. Damit wir einfach wieder Magie haben. Das wäre ganz praktisch. Gut, wir haben keine Aufträge mehr, wir haben keine Nebenstory mehr. Das heißt, wir müssen jetzt wohl oder übel mit der Hauptstory weitermachen. Hilft nichts. Aber ich will auch wissen, es geht ja wieder Barrett weiter, ne? Den treffen wir jetzt im siebten Himmel. Da wären wir. Bist sicher erschöpft? Naja, ein bisschen vielleicht. Freu dich! Nach der Arbeit kommt das Vergnügen. Wie wär's zur Entspannung mit einem Cocktail im siebten Himmel, dem Paradies in den Slums? Tiefer. Ich glaube, ich brauche auch eine Pause. Sag mal, bleibst du denn jetzt in Midgar? Ja, das ist der Plan. Zumindest bis ich genug Geld zusammen habe. Verstehe. Okay, was willst du tun? Dich noch ein wenig in der Stadt umsehen? Nee, eigentlich nicht.
Wir haben alles erledigt. Sind zurück. Wart ihr spazieren? Ja, genau. Los, Versammlung im Keller. Ich auch? Soll ich bei der nächsten Mission... Lenchen, du wartest draußen auf Jesse, ja? Mhm. Die nächste Mission. Sie soll morgen starten. Jetzt gibt's die Details. Vor eurer Besprechung hätte ich gern mein Geld. Das kriegst du auch. Aber jetzt habe ich Wichtigeres zu tun, du Raffzahn. Beeil dich, Tifa. Nimm's ihm nicht übel. Er kann halt nicht anders. Zum Trost. Setz dich. Was darf es sein? Was möchte ich so bestellen? Was stark ist, einfach irgendwas. Wir gehen mal mit einfach irgendwas. Was stark ist, ist glaube ich ein bisschen nicht so gut, wenn wir jetzt eine Besprechung haben. Deswegen einfach irgendwas. Ach, einfach irgendwas. Okay, ich mix dir was Passendes. Na? Den meisten meiner Gäste schmeckt er vorzüglich. Das wundert mich nicht. Sieh mal an, da kennt sich einer aus. Und was ist mit dem hier? Ein Cosmo Canyon, meine ganz eigene Kreation. Sieht toll aus. Ich muss los. Zum Wohl. Hast du schon gehört? Den Angriff auf den Makoreaktor haben die Staatsfeinde Avalanche verübt. Sie reden von nichts anderem. Wir sind richtig berühmt. Erstmal sind wir sicher. Zum Glück hat uns keiner erkannt, aber jetzt wird's ernst. Cloud, bist du weiter dabei? Wenn ihr ordentlich zahlt? Klar, versprochen. Dafür werde ich schon sorgen. Tifa soll dieses Mal auch mitkommen. Doch sie scheint gar nichts von unseren Plänen zu halten. Wer weiß, ob wir uns auf sie verlassen können, wenn es ernst wird. Hä? Ein nüchterner Typ wie du ist mir da weitaus lieber. Schließlich will ich nicht draufgehen, nur weil jemand halbe Sachen macht. Sollte mir eine Beschäftigung suchen. Dann, bleiben wir einfach mal sitzen und hören die Musik weiter an, oder? Nee, ich glaube, wir müssen auch mit runter, oder? Weil wir sind ja auch mit dabei. Oder? Kann ich hier die Musik dann... Die hört sich schrecklich an. Mit der Jukebox kannst du deine Lieblingsmusikstücke hören. Je mehr Schallplatten du sammelst, desto mehr Musik kann mit der Jukebox abgespielt werden. Schallplatten können unterwegs an Stellen aufgesammelt werden, an denen ein Musiksymbol erscheint. Tifas Theme erhalten. Wir machen aber wieder The Prelude. Auch wenn das so ein komischer Ding ist. Kurze Frage. Falsch. Kurze Frage. Lagebesprechung. Ich werde dafür da runter müssen, ne? Ja, oder auch nicht. Vielleicht gehe ich raus zu... Ach, scheiße, wie hieß sie? Die Kleine. Ich kann da nicht raus. Okay, jetzt wird es schwieriger. Ach, ich kann dahinter. Okay. Was mache ich jetzt da hinten?
du denn? Die gelbe Blume. Ja, stimmt, das ist eigentlich mit... Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Der Name macht mich fertig. Da kann ich nicht raus. Gehen wir hier wieder raus. Kann ich da hinten irgendwas machen? Welcome in our Hornet Town? Bisschen verschwommen gewesen. Ich dachte jetzt, ich könnte da runtergehen einfach. Aber irgendwie auch nicht. So, was ist denn draußen so los? Nicht so viel. Jetzt muss ich wieder an die Bar. So, beim Getränk. Ne, beim Getränk kann ich auch nichts machen. Ich gehe wieder dahinter. War ein seltsames Mädchen. Die gelbe Blume. War ein seltsames okay. Mädchen. Ich dachte, vielleicht kommt doch was. Aber nee. Hier nichts, dort nichts, da auch nichts, hier auch nicht. Gehen wir wieder raus. Hallo? Danke. Was muss ich tun? Ich brauche etwas, um mir die Zeit zu vertreiben, ja? Warum kann ich denn nicht spielen, um mir die Zeit zu vertreiben? Wollen wir doch wieder tiefer steamen. Ah! Mit X kannst du den Dartpfeil werfen. Die geworfene Punktzahl wird von der Gesamtpunktzahl abgezogen. Man wirft in jeder Runde mit 3 Pfeilen. Ziel ist es, seine Punktzahl genau auf 0 zu reduzieren. Für jeden Wurf gibt es eine Zeitbegrenzung, bis der Dartpfeil geworfen werden muss. Je kleiner der Zielcursor beim Drücken ist, desto genauer der Wurf. Ziele möglichst auf Felder mit hohen Werten, um die Punktzahl mit so wenig Versuchen wie möglich auf 0 zu senken. Die höchste Punktzahl landet man im Treffer ins Zentrum der Scheibe, Bullseye, den äußeren Ring, Double, oder einen inneren Ring, Triple. Doch Vorsicht, wenn die Gesamtpunktzahl ins Negative geht, hat man überworfen und die Würfe der aktuellen Runde gelten als ungültig. Passt. Sobald du die Punktzahl mit dem nächsten Wurf auf 0 senken kannst, werden dir die Felder angezeigt, die du dafür treffen musst. Orientiere dich an diesen Feldern, um deinen letzten Wurf zu landen. Okay. Wir spielen Darts. Ist auch nicht schlecht. Es ist Ewigkeiten her, dass ich Darts gespielt habe. Start. Okay, Yay, Bull. Ah, verdammt, Single. Ah, Single 14, verdammt. Nächste Runde, Start. Aber ist es nicht eigentlich... Single 20, verdammt. Ich würde eigentlich den Triple 20. Schlecht, oh verdammt. Perfekt, wieder Single 20, oh verdammt. Ich wollte doch eigentlich... Großartig, wieder Single 20. Das ist nicht so großartig, ich will den Triple... Wo wirfst denn du hin, Cloud? Jawohl. So. So, jetzt bräuchte ich einmal. Single 1. Was? Awesome. Zwölf Würfel. Punkte pro Runde 75,25. Ist doch nicht schlecht, oder? Oh. Damit sind wir Achter. Toll. Naja, fast. Dann warte ich mal.
Gut. Wir müssen uns nochmal hinsetzen und warten. Aber wir konnten immerhin Darts spielen. Auf Tiefe, am Tresen auf Tiefe warten. Jo. First class, right? Yeah.